Von Koksplatten bis zum Afterglow nach MDMA und Kelly. Von Klemsi. Moin! Endlich mal wieder kommt ein Tripbericht von mir. Und ich freue mich jetzt schon darauf, ihn zu schreiben. Ich hatte bis jetzt eine 5-monatige Konsumpause, da ich nicht so wirklich Lust gehabt hatte, irgendetwas zu nehmen. Die Story zog sich am vergangenen Freitag bzw. Wochenende ab, wo ich bei meinem besten Freund, seinem Bruder und dessen Vater, Ronald, gepennt habe. Am Freitag fahren wir immer nach Polen, um einzukaufen und zu tanken. Da ich ja meinen Lappen schon seit ein paar Jahren habe, konnte ich auch alleine mit dem Auto mit meinem Kollegen fahren. Nur dieses Mal war es anders. Ein Kollege von dem Vater, nennen wir ihn mal Mike, und sein Sohn, nennen wir ihn mal Paul, wollten mitkommen und sich 1 bis 2 Stangen Kippen holen. Da es kein Problem war, nahmen wir ihn mit, holten alles und fuhren wieder nach Hause. Als wir ca. um 18 Uhr wieder ankamen, war es dementsprechend auch wieder dunkel. Als wir ankamen, habe ich mir erstmal eine angesteckt, weil mir die Fahrt wie 4 Stunden vorkam und ich schon gezittert habe. Währenddessen haben mein Kollege und sein kleiner Bruder das meiste schon mal weggeräumt und gingen mit den anderen ins Wohnzimmer. Als ich mich hinsetzen wollte, sah ich schon einen Teller mit weißem Pulver auf dem Tisch und alle waren komplett fein damit. Ja gut, er ist auch ein 2-Meter-Schrank, aber da sich Mike und der Vater seit Ewigkeiten kennen, traute sich niemand dagegen was zu sagen. Sein Sohn fragte dann, willst du auch was? Nee, danke, lieber nehme ich Teile, sagte ich, woraufhin er ein Baggie mit 7 bis 8 Teilen rausholte und sagte daraufhin, ich habe alles hier, keine Sorge. Ich lachte zwar, hatte aber echt ein ungutes Gefühl bei der Sache. Mike nahm Koks und Paul ist Dealer, da bin ich vorsichtiger. Haha. Du siehst mir nicht so aus, als wenn du Teile frisst, sagte er, woraufhin ich ihn verwundert angeguckt habe und ich habe ihn gefragt, wie jemand aussieht, der seit Jahren Dinger schmeißt. Woraufhin er sagte, Digga, aber nicht die, die alle 3 Monate Teile fressen. Ich meine die, die jedes Wochenende 10 oder 11 Punisher fressen. Da muss ich ihn enttäuschen, worauf er mich fragte, ob ich ein halbes will. Ich willigte ein und schluckte die Hälfte runter. Nach 20 Minuten merkte ich langsam, wie die Pille sich im Magen breit machte und das hat Paul gleich gesehen, weil ich meistens nichts mehr sage. Aber wie soll ich was sagen, wenn Mike 24/7 nach seiner 5. Bahn den 8. Laberflash hat und jeden im Satz unterbricht? Ist ja auch egal, sagte ich zu Paul und fragte ihn, ob er mitkommen will, eine rauchen, woraufhin er sofort einwilligte. Er konnte das Gelaber auch nicht mehr ab, glaube ich. Er nahm sich auf dem Weg auch ein halbes mit und schluckte es mit Cola runter. Ich setzte mich auf die Terrassenbank, streichelte den Hund, rauchte eine und quatschte mit Paul. Er hatte mich regelrecht ausgefragt über meinen Emma-Konsum und irgendwann, wo es anfing zu wirken, habe ich nur noch gesagt, yo, halt mal kurz den Rand, ich glaube es fängt an zu wirken, woraufhin er die Welt nicht mehr verstanden hat. Er dachte, ich hätte jetzt schon eine Überdosis, aber ich habe ihm einfach nur gesagt, dass ich mich bei Eintritt des Kicks konzentrieren muss und immer etwas nervös bin. Nach dem Rauchen ging es mir schon ein bisschen besser. Ich setzte mich auf die Couch im Wohnzimmer und machte mir AirPods rein, während die anderen 5 am Esstisch im Wohnzimmer saßen. Ich hörte Musik, habe die Augen zugemacht und habe das Emma auf mich wirken lassen. Nach einer Zeit tippte mir Mike auf die Schulter und hielt mir 5 Paragraphen, wieso ich mich wieder zu denen setzen sollte und das doch relativ respektlos ist, bla bla bla. Ich hab's dann einfach gemacht und mich hingesetzt, auch wenn das echt meinen Trip zerstört hat. Der Vater meines Kollegen machte aber die Anlage laut und ließ Mike einfach wortlos da stehen, weil er gesehen hat, dass Paul und ich echt scheiße drauf waren. Dann, von 0 auf 100, hat es bei mir gekickt. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und die Musik hat mich regelrecht durchmassiert. Kurze Zeit später kam bei Paul der Kick. Wirklich, mehr kann ich zum Emma gar nicht sagen, weil wir zum Ende nur noch auf der Couch saßen und unsere Kiefer tanzen ließen. Der kleine Bruder, David, tat mir schon etwas leid, aber falls jemand denkt, dass er dadurch auch Drogen nehmen will, er ist vor 3 Monaten 16 geworden, hat 1 Bier ausprobiert und 1 Whisky, selbst da hatte er keine Lust drauf. Ich wollte es nur mal gesagt haben, haha. Er hat mir auch geschworen, dass seine Eier abkönnen, wenn er jemals vor 19 illegale Drogen nimmt. Den Peak-Part kann ich leider nicht erzählen, da ich da nur die Augen zu hatte und nur irgendwelche abstrakten Farben und Formen gesehen habe. Nach ca. 3 Stunden ließ die Wirkung nach und Paul fragte mich sofort nach noch einer halben, worauf ich kurz auf die Uhr schaute, 22 Uhr, und sofort annahm. Wir haben das typische Getrippe gemacht, wovon ich heute noch das wenigste weiß, außer Kiefer, Kasper und bunten Farben. Springen wir ein paar Stunden weiter. Mein Kollege, David und deren Vater sind pennen gegangen, also nur noch Mike, Paul und ich. Mike war mit am müdesten und schlief schon an dem Esstisch ein. Paul und ich waren aber noch voll dabei, mit Fratzengulasch und verkrampften Fingern wollte ich nur noch eine rauchen gehen und irgendwie versuchen zu pennen. Doch als ich fertig geraucht habe, hatte Paul in den 3 Minuten ein Gibbet mit den Worten »Reinste Kelly-Ware, Digga, wollen wir uns das reinziehen? Ach was, du machst einfach mit!« vor mein Gesicht gehalten und ich dachte mir, wenigstens kann ich von dem Weed dann pennen. Oh Mann, was für ein Hohlkopf ich war. Ich zog dran und schmeckte sofort jeden einzelnen Partikel. So ein gutes Weed hatte ich noch nie geschmeckt. Ich zog sofort noch 2-3 Mal und merkte sofort, wie alles langsamer wird.
Das MDMA war überhaupt nicht mehr da, nur noch das Bekifftsein. Es ist schwierig, sowas zu beschreiben, aber es war, als wenn das MDMA sich plötzlich in Weed verwandelt hätte. Mir war auf einmal richtig schwummrig, ich fühlte mich echt leicht und musste ohne Grund über Pauls Kieferkasper lachen, weil ich, warum auch immer, dachte, dass dieser Kieferkasper sein Lachen sein soll, worauf er die ganze Zeit fragte: Was lachst du, Junge? Selber am Lachen, wie ein Weltmeister. Und wir haben über jede Scheiße gelabert, die man sich nur ausmalen konnte. Nach ca. 30 Minuten hatten wir beide den Jibbo aufgeraucht und versuchten aufzustehen, worauf ich voll nach vorne auf den Hund gekippt bin. Der mochte das natürlich absolut nicht und wollte, dass ich abhaue, aber ich kam nicht hoch. Nachdem mich Paul 3 Minuten permanent ausgelacht hat, nahm er meine Hand und zog mich hoch. Ich habe noch etwas geschaukelt, bis ich in das Arbeitszimmer gegangen bin und mich da auf die Couch gelegt habe und echt gut geschlafen habe. Ronald musste am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder hoch und wollte mich unter keinen Umständen wecken, weil ich morgens wirklich meine Zeit brauchte. Aber stattdessen sagte ich: Morgen, Ronald, na, alles klar? Woraufhin er sich erschrocken hatte und gefragt hat: Du, jetzt schon wach? Dass ich sowas mal erleben darf. Ich lachte nur, stand auf und machte mir einen Kaffee. Nur dann realisierte ich, dass ich extrem gute Laune hatte. Ich schaute auf die Uhr und sah, dass ich ca. 3 Stunden gepennt habe, also entweder war es die Wirkung vom Kelly oder von den Teilen und dem Kelly. Keine Ahnung. Ich ging eine rauchen, setzte mich vor die Haustür, habe auch gleich das Tor aufgemacht und den Hund angekettet, damit Ronald das nicht machen brauchte. Da nur David und ich wach waren, gingen wir ins Zimmer von David und schauten uns ein paar Meme-Videos an, bevor alle anderen verkatert aufstanden. Mein Afterglow hielt noch bis zum nächsten Morgen an und ich war echt geflasht, wie krass die Kombi von Emma und Weed bzw. Kelly sein kann, auch wenn ich das schon mal gemacht hatte, aber nicht in dem Ausmaß. Wir haben den Tag entspannt angehen lassen, die anderen beiden sind dann am Abend von Ronald nach Hause gebracht worden und wir haben uns im Anschluss was von Mc's geholt. Das war somit einer meiner Lieblingstrips und irgendwann werde ich dir bestimmt einen Kelly-Erfahrungsbericht zuschicken lassen. Bis dahin, bleib gesund. Peace out, Clemsy. Mein persönlicher Senf. Ja, vielen Dank, Clemsy, für diesen nice Bericht mal wieder von dir. Und ich finde es sehr gut, dass du so lange Pause gemacht hast. Wie schon gesagt, meine Meinung ist ja sowieso, dass man, sag ich mal, Drogen wie etwas Besonderes handhaben sollte, was man jetzt nicht, sag ich mal, jedes Wochenende macht, sondern zu besonderen Anlässen. Und dann ist es eigentlich auch immer eine geile Erfahrung, denke ich mal, wenn das Set und Setting passt und die Leute halt angenehm sind, obwohl... In deinem Fall scheinen die Leute ja ein bisschen assi gewesen zu sein am Anfang. So kommt es zumindest rüber. Falls es nicht so ist, tut mir das leid, aber ja, allein schon dieses von wegen, ja, ihr setzt euch mal zu uns und hier, du siehst nicht aus wie jemand, der irgendwie 10 Teile nimmt und das ist irgendwie normal, so ist es ja rübergekommen. Da haben sich die Leute vielleicht ein bisschen im Ton vergriffen, sage ich mal so, aber du hattest ja trotzdem einen schönen Abend und ja, das hört sich wirklich, wie schon gesagt, sehr entspannt an. Ich persönlich habe leider noch nie richtiges Kelly-Weed geraucht. Leider, ich habe auch keine Connections mehr, was überhaupt Drogen angeht. Einfach weil ich in der Stadt wohne, wo ich ja ursprünglich nicht herkomme und generell keine Drogen mehr konsumiere, bis halt auf Kratom und selten mal Alkohol. Aber das würde ich auf jeden Fall auch so machen. Auch dieses nach Polen fahren stelle ich mir auch ganz lustig vor. Da kriegt man ja noch andere Sachen als Kippen, sage ich mal so. Also ich würde tatsächlich wirklich gerne mal nach Polen fahren und da ein bisschen irgendwie Kalaschnikow schießen oder so. Das kann man da ja irgendwie machen. Da war das Tschechien. Aber generell mal so ein bisschen rumballern finde ich schon ganz nice, dass man das in einigen Ostblockstaaten so machen kann. Geht in Deutschland ja leider nicht, einfach weil die Waffengesetze hier so hart sind. Oder es ist halt arschteuer. Aber ja, wie schon gesagt... Lustige Story, witziger Bericht. Die Kombination von, sag ich mal, Weed und Teilen kenne ich aber auf jeden Fall auch aus der Vergangenheit, sag ich mal so. Das war immer eine gern genommene Kombi vor vielen, vielen Jahren. Gerade so beim Afterglow, wenn, sag ich mal, das MDMA so ein bisschen nachwirkt noch und man sich dann damals meistens in den Bonkopf reinpfeift. Das ist einfach irgendwie immer ein geiles Gefühl gewesen. Ach ja, da wird man direkt ein bisschen nostalgisch, wenn man zurückdenkt. Aber ist auch vielleicht nicht verkehrt, dass ich sowas heutzutage nicht mehr mache. Ich meine, ich bin auch schon 30 und irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann muss man auch mal seine Prioritäten woanders setzen. Ja, aber ich freue mich dann auf deinen Kelly-Bericht, den du hier schon angekündigt hast. Wenn er dann irgendwann mal kommt, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den natürlich auch immer gerne schicken. Meine E-Mail-Adresse, wie immer, tripberichte@tripberichte.de. Die findet ihr auch noch in meiner Videobeschreibung, genauso wie den Link zu unserem Discord-Server. Und auf meinem Kanal findet ihr auch nochmal die Links zu ein paar anderen Kanälen, unter anderem zum Rolle, zum Deo-Roller 83. Da postet der jetzt auch immer unsere quasi Spanien-Doku-Reihe. Wir waren ja Pilgern auf dem Jakobsweg Anfang des Jahres und da war ich ja die ersten 2 Wochen auch dabei. Und daraus hat Rolle jetzt so eine Art Miniserie gemacht. Wir Pilgern heißt sie. Wirklich, gucke ich mir auch sehr gerne selber an. Da erinnert man sich so ein bisschen zurück. Und ja, könnt ihr gerne mal auschecken. Auf meinem Kanal findet ihr auch meinen Deutschrap tatsächlich. Ich habe ja schon 2 Alben veröffentlicht und eine EP. Der Hase, mein Name, sage ich mal so, aka PVK. Falls es euch interessiert, einfach mal auschecken.
Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.